Europa wird zwar abbrennen, doch aus der Asche wird eine neue Ordnung der Dinge entstehen. Oder vielmehr wird alte Ordnung neue Reiche beglücken. Clemens Fürst Metternich. Am 6. August 1806 herrschte in Wien alles andere als ein Kaiserwetter. Es regnete und der ehrwürdige Platz am Hof war nahezu menschenleer, als ein Herold das Ende des Heiligen Römischen Reiches verkündete. An dieser Stelle hatte der Habsburger Franz 2 Jahre zuvor das österreichische Kaisertum proklamiert. Ein Akt der Notwehr gegen den imperialen Aufstieg Napoleons. Nun erklärte Franz der Erste, dass wir das Band, welches uns bis jetzt an den Staatskörper des Deutschen Reiches gebunden hat, als gelöst ansehen. Eine teure Fracht, kostbar und geschichtsbeladen zugleich. Kaiser Franz wollte den Reichsschatz von Napoleon in Sicherheit bringen und so reiste die Krone des Heiligen Römischen Reichs von Nürnberg über Regensburg nach Wien, auf dem alten Heerweg entlang der Donau, den schon Rudolf I. benutzt hatte. Jetzt trugen die Habsburger eine Hauskrone von eigenen Gnaden. Aber die Reichskrone, das alte Symbol der Kaiserwürde, musste vor jedem Zugriff geschützt werden. Im kaiserlichen Tresor in der Wiener Schatzkammer sollte sich ihre symbolische Heilskraft auch nach dem Untergang des Reiches erhalten. Was faszinierte denn so an diesem verblichenen Gebilde, diesem Reich, das die Franzosen Mumie, Skelett, Gespenst nannten? Es war eine übernationale Rechtsordnung, der tausendjährige Versuch, geistliche und weltliche Macht zu vereinen. Ein Staatenbund ohne festen geografischen Umriss, eine Legende, eine Utopie und gerade deshalb immer noch im Gespräch. Historiker streiten darüber, ob der Habsburger Franz berechtigt war, das Heilige Römische Reich eigenmächtig aufzulösen. Und erst 1992 hat ein Kongress ernsthaft darüber diskutiert, ob dieses Ordnungsgefüge, das international funktionierte, nicht als Modell für das neue Europa dienen könnte. Denn dieses Reich fiel nicht über seine Nachbarn her. Und es konnte auch nicht überwältigt werden. Sieht man von Napoleon ab. Napoleon auf dem Vormarsch. Seine Kriegszüge bringen den Kontinent aus dem politischen Gleichgewicht. In immer kürzeren Abständen verändert sich die Landkarte Europas. Österreich verliert die Toskana, verliert Belgien und Tirol, wird mehr und mehr nach Osten abgedrängt. Napoleon besiegt die alten Mächte und schafft willkürlich neue Königreiche. Eine bittere Herausforderung für das Haus Habsburg, für den Kaiser von Österreich. Franz erblickt in Napoleon nicht nur den Feind, sondern den Revolutionär schlechthin. Seine Furcht vor der Revolution verwandelt sich in Furcht vor jeglicher Demokratie. Man regiert nur mit Stiefel und Sporen, sagte Napoleon und handelte danach. Seiner Grande Armee war keiner gewachsen. Napoleon atmete Preußen an und Preußen hörte auf zu bestehen, schrieb Heinrich Heine, der den Revolutionär mehr bewunderte als den General. Napoleon hatte die Souveränität der deutschen Fürsten gestärkt, um sie gegen Österreich und gegen Preußen auszuspielen. Die Habsburger Monarchie muss Niederlage um Niederlage hinnehmen. Nur Erzherzog Karl rettet die Ehre seines Hauses. Der Bruder des Kaisers schlägt Napoleon in einer offenen Feldschlacht bei Aspern am 22. Mai 1809. Dieser erste Sieg wurde als patriotische Heldentat verklärt. Erzherzog Karl aber kann sich seines Erfolgs nicht lange rühmen, denn kurz darauf schlägt Napoleon zurück, in der Schlacht bei Wagram am 6. Juli 1809. Er erringt einen glänzenden Sieg, den er jedoch nicht voll ausnützen kann, weil auch seine Truppen erschöpft wirken.
Wir Sieger wissen jetzt, dass wir sterblich sind. Auf österreichischer Seite gab es schwere Verluste. Ein Zeitgenosse beklagte die zahlreichen Opfer, von Staub und Wunden entstellt, mit zerschmetterten Gliedmaßen, in der gewaltigen Hitze verschmachtend. Napoleon war wieder Herr im Haus Europa und bereits zum zweiten Mal Herr über Wien. Durfte das kriegsmüde Volk auf Frieden hoffen? Aus den Händen des Bürgermeisters empfing Napoleon die Schlüssel der Stadt. Er begegnete den Wienern offen und mild, räumte ihnen mehr Freiheiten ein als der Kaiser. Seine politischen Forderungen fielen härter aus. Im Frieden von Schönbrunn wurde Österreich zu einer hohen Kriegsentschädigung verpflichtet. Nach Verlusten in Italien musste es nun auch Gebiete am Balkan abtreten und verlor dadurch den Zugang zum Meer. Auf diese Niederlage reagierte das Herrscherhaus mit einer habsburgischen Lösung. Es machte Napoleon zum Familienmitglied. Der Empereur vermählte sich mit der Tochter des Kaisers, Marie-Louise. Als militanter Revolutionär hatte Napoleon seine Laufbahn begonnen. Er beendete sie als legitimer Liebhaber der Nichte Marie Antoinette. Schrieb später, nicht ohne Suffisanz, der französische Autor André Mauroy. Zwischen Schönbrunn und Versailles hatten sich die Kreise geschlossen. Die junge Erzherzogin musste ihre große Abneigung gegen Frankreich, gegen den Erbfeind, vergessen. An das Schicksal ihrer Großtante Marie Antoinette durfte sie erst gar nicht erinnert werden. Zu jener Zeit aber, da man in Paris triumphierte, verlor Tirol seinen Kampf um Freiheit und Selbstbestimmung. Die Berge waren nicht hoch genug, um das Land vor dem Zugriff der Mächte zu schützen. Frankreich hatte Österreich gezwungen, Tirol an Bayern abzutreten. Doch das Volk setzte sich gegen diese Fremdherrschaft zur Wehr. Und Andreas Hofer gab das Signal zum Aufstand. Für Gott, Kaiser und Vaterland. Der Gastwirt und Pferdehändler als Rebell. Andreas Hofer und seine Mitstreiter führten den ersten Partisanenkrieg in Mitteleuropa. Die Tiroler kämpften nicht um machtpolitische oder dynastische Interessen. Sie wollten nur ihre bäuerliche Lebensweise erhalten, ihr religiös-konservatives Weltbild verteidigen. Mit den Waffen der Bauern zogen sie in die Schlacht gegen Bayern und Franzosen, gegen Zentralismus und Aufklärung. Das Landvolk zeigte einen Mut und eine Verachtung der Gefahr, die jeden Soldaten in Erstaunen versetzte. Auf der einen Seite bayerische Truppen, durch französische Regimenter verstärkt, auf der anderen Seite Tiroler Schützen, die von der österreichischen Armee schmählich im Stich gelassen wurden. Napoleon gab seinem General den Befehl: Seien Sie schrecklich. Lassen Sie mich bald wissen, dass Sie dieses Volk geschlagen, zerstreut und entwaffnet haben. Tirol musste unterliegen und Andreas Hofer erlitt das Schicksal seines Landes. Ach Himmel, es ist verspielt. Soll er ausgerufen haben, als man ihn nach Flucht und Verrat gefangen nahm. Er wurde in die Festung Mantua gebracht und hier am 20. Februar 1810 hingerichtet. Auf ausdrücklichen Wunsch Napoleons, der mit diesem Akt die Legende Andreas Hofer besiegelte. Wenige Jahre später war Tirol wieder frei. Bei Arnstein war vorgestern nach Berliner Sitte ein sehr zahlreiches Weihbaum- oder Christbaumfest. Alle gebetenen, eingeladenen Personen erhielten Geschenke oder Souvenirs. So wurde 1814 der erste Christbaum in Wien registriert. Und die Geheimpolizei interessierte sich ebenso für die prominenten Gäste wie für das christliche Symbol, das eine Berlinerin, eine Jüdin, hierher verpflanzt hatte. Fanny von Arnstein, Gattin eines Wiener Bankiers, verkörperte die geglückte Verbindung von Hochfinanz und Hochkultur. In den rückschrittlichen, aber nicht judenfeindlichen Zeiten des Kaisers Franz ist es einer jüdischen Dame immerhin möglich,
das erste Haus der sogenannten zweiten Gesellschaft zu führen. Niedriger Adel, reiche Großbürger. Und während des Wiener Kongresses wird sich sogar die diplomatische Welt in ihrem Salon versammeln. Eigentlich verdankte sie diesen gesellschaftlichen Aufstieg jenem Mann, den sie als Patriotin am meisten hasste, Napoleon. Er hatte die Assimilation der Juden gefördert, er hatte den entscheidenden Schritt vollzogen von der Toleranz zur Emanzipation. Im Gegensatz zu den Juden in Frankreich blieb den Juden in Österreich die volle Anerkennung noch verwehrt. Doch immerhin stehen sie nicht mehr außerhalb des weltpolitischen Geschehens, das sich zwischen den napoleonischen Kriegen und einem Frieden à la Metternich abspielt. Der Rhein fließt in meinen Adern, ich fühle es. Und deshalb entzückt mich sein Anblick, schrieb Metternich und fügte hinzu: Meine Heimat ist das Rheinland, mein Vaterland, Europa. Wenn er auf seinen beschwerlichen Reisen im Schloss Johannisberg Station machte, kehrte er zu seinen Ursprüngen zurück. Metternich war an einer historischen Nahtstelle aufgewachsen, dort, wo Frankreich und das Habsburgerreich seit jeher zusammentrafen. Die französische Kultur hatte ihn ebenso geprägt wie die Loyalität seiner Familie zum Kaiserhaus. Sein Erfolgsweg führte ihn kreuz und quer durch Europa und dennoch zielstrebig nach Wien. Die wichtigsten Etappen: Ausbildung zum Diplomaten in Straßburg, als Gesandter des Kaisers nach Dresden und Berlin, Botschafter in Paris, ab 1809 österreichischer Außenminister und direkter Widersacher Napoleons. Es war eine elementare Begegnung. Der schmiegsame Diplomat verhandelte mit einem brachialen Eroberer, der seine Entscheidungen auf dem Schlachtfeld durchsetzte. Metternich wusste, dass ein Frieden mit Napoleon immer nur ein Waffenstillstand sein konnte. Und doch trat er für das Bündnis mit Frankreich ein. Und so wurde Österreich in Napoleons gefährlichstes Unternehmen verwickelt, in den Feldzug gegen Russland. ...1812 marschierten 600.000 Mann im Reich des Zaren ein. Das größte Heer, das die Welt je gesehen hatte. Man muss in erster Linie durch die Beine seiner Soldaten siegen und erst in zweiter Linie durch ihre Bajonette, postulierte der Kaiser der Franzosen. Doch gegen den russischen Winter war er machtlos. Der Rückzug der Grande Armée aus den Weiten Russlands endete katastrophal. Von 600.000 Soldaten überlebten nur 50.000. Das Glück hatte Napoleon verlassen. Jetzt fielen auch seine Verbündeten von ihm ab, so die Fürsten des Rheinbundes, denen er Länder und Kronen verschafft hatte. England führte längst seinen eigenen Krieg gegen ihn. Österreich aber vereinigte sich mit Preußen und Russland, um die französische Vorherrschaft in Europa zu brechen. ...1813 musste Napoleon kapitulieren. 3 Tage tobte die Völkerschlacht bei Leipzig. Mehr als 120.000 Opfer waren zu beklagen. Die 3 Siegermächte Russland, Preußen und Österreich versprachen ihren erschöpften Völkern ein Ende der Gewalt. Vor 2 Jahrzehnten hatte das revolutionäre Beben eine Welle von Kriegen ausgelöst. Nun feierte Europa die Rückkehr zur alten Ordnung. In Wien wurde Kaiser Franz von einer jubelnden Menge empfangen. Wie leicht war der Thron, von dem Napoleon stürzte. Der Emporkömmling dankte ab und zog sich ins Exil auf die Insel Elba zurück. Nach den Militärs übernahm die Diplomatie das Kommando. Metternich, der Kutscher Europas, dirigierte Monarchen und Staatsmänner 1814 nach Wien zum großen internationalen Friedenskongress. Metternich erkannte, dass die Habsburger Monarchie mehr als andere Staaten vom Schicksal Gesamteuropas abhing. Deshalb strebte er mit allen Mitteln ein Konzert der Mächte an, eine Balance zwischen den Kräften. Nie mehr dürfte es eine Hegemonie nach französischem Muster geben.
Die Sicherheit Österreichs erforderte, dass beides, das außenpolitische Gleichgewicht und die Stabilisierung im Inneren, zu einer Einheit verschmolz. Vertreter von etwa 200 Staaten, Fürsten und Städten trafen in Wien ein. Insgesamt zehntausende Gäste, die ein gewaltiges Loch in die Staatskasse rissen, aber die Wiener Wirtschaft kräftig belebten. Viele der gekrönten Häupter kümmerten sich wenig um die politische Kleinarbeit und gaben sich hemmungslos dem Vergnügen hin. Der Kongress tanzt, wurde zum geflügelten Wort. Weniger der Nachsatz, aber er kommt nicht vom Fleck. Wie erlebte das Volk diesen Wiener Kongress? Dieses glänzendste diplomatische Schauspiel aller Zeiten. Die Wiener selbst hatten nichts gegen das festliche Treiben. Doch sie klagten über die enorm steigenden Preise und Steuern. Von der Atmosphäre der Stadt fühlten sich die meisten Gäste angezogen. Sie genossen Wein, Weib und Gesang und die vergnügte, von Wohlbehagen genährte Gutmütigkeit der Wiener. Kaiser Franz aber rief in volkstümlicher Verzweiflung: Wenn das so fortgeht, lasse mich pensionieren. Ich halte das Leben in die Länge nicht aus. Metternich konnte alle Welt davon überzeugen, dass die Habsburger Monarchie für Europa unentbehrlich war. Indem er Kombinationen ohne Österreich zu vereiteln wusste, verhinderte er tatsächlich Kombinationen gegen Österreich. In diesem politischen Planspiel saß ihm der Franzose Talleyrand gegenüber, ein begnadeter Diplomat und Repräsentant des vorrevolutionären Frankreich. Vollversammlungen gab es während des Wiener Kongresses nicht. In vertraulichen Ausschüssen wurde zäh um große Fragen und kleine Probleme gerungen. L'Europe sans distance, so nannte Metternich diese informellen Gespräche. Metternich tanzte und taktierte. In monatelangen Verhandlungen konnte er immer mehr Anhänger gewinnen. Seine Idee des europäischen Gleichgewichts entsprach auch den Interessen Englands, das durch den Herzog von Wellington und Außenminister Castlereagh vertreten war. Mit dem Wiener Kongress durfte auch Frankreichs Außenminister Talleyrand zufrieden sein, wurde doch sein besiegtes Land als Großmacht bestätigt. Frieden um jeden Preis? Kleine Länder fielen der Diplomatie zum Opfer. Polen etwa, das an Russland und Preußen verschachert wurde. Das Gleichgewichtsdenken siegte über alle Revanchegelüste. Den Friedensvertrag aber brachte nicht Metternich, der Erfinder der Konferenzen, zustande, sondern Napoleon, der überraschend von Elba zurückgekehrt war und Europa wieder mit Krieg bedrohte. Am 9. Juni 1815 wurden die Kongressakte unterzeichnet. Sie erneuerten die alten Grenzen, wie sie vor den Revolutionskriegen bestanden hatten. Auf dem ehemaligen Reichsgebiet etablierte sich der Deutsche Bund, der seine Unabhängigkeit von der Habsburger Monarchie verstärkte. Napoleon versuchte noch einmal, die Macht an sich zu reißen. Und wie gewohnt führte er die Entscheidung mit Waffengewalt herbei. Auf einem Schlachtfeld unweit von Brüssel. Auf dem Schlachtfeld bei Waterloo. Napoleon weiß, dass er siegen muss, um die internationale Allianz zu brechen. Und Europa nimmt die Herausforderung an. So wird der 18. Juni zum Schicksalstag für Bonaparte und seine große Armee. Starke Regenfälle hatten das Gelände aufgeweicht, die Fortbewegung von Menschen, Pferden und Kanonen erschwert. Der Engländer Wellington wechselte vom glatten Wiener Parkett auf den morastigen Grund von Waterloo. Nach heftigen Stellungskämpfen vereinigte er seine Truppen mit dem preußischen Heer unter General Blücher. Vor dem Angriff der Alliierten müssen die Franzosen zurückweichen. Neuneinhalb Stunden dauerten die Kampfhandlungen. Dann war Napoleons Niederlage besiegelt. Sein Ehrgeiz forderte allein an diesem Tag 50.000 Menschenleben.
Ein Blutzoll, der vergessen ließ, dass Napoleon auch Gutes getan, seinem Volk bürgerliche Rechte und Freiheiten zugestanden hatte. Jetzt musste der General und selbsternannte Kaiser endgültig abtreten. In Erfüllung seiner eigenen Worte: Es gibt kein Schicksal. Die Politik selbst ist das Schicksal. Auf dem Leichenfeld bei Waterloo begann eine neue Zeitrechnung. Beschlossen die Siegermächte ihre heilige Allianz. Nirgends richtet das Wort heilig so viel Unheil an wie in der Politik. Das fängt beim Zweck an, der die Mittel heiligt, und endet bei den heiligen Kriegen, die auch heute noch geführt werden. Die Heilige Allianz des Jahres 1815 verkündete eine neue Friedensordnung, die auf der Solidarität der Völker beruhen sollte. Metternich machte daraus ein machtpolitisches Konzept. Den Hinweis auf die Völker strich er heraus und setzte dafür die Solidarität der Regierenden ein. Das Gleichgewicht der europäischen Großmächte war von dieser Sicherheitspolitik abhängig, aber auch von der Unterdrückung kleinerer Länder und Völker. Und so entstanden überall in Europa neue Krisenherde. Und aus Empörung über willkürlich gezogene Grenzen keimte der spätere Nationalismus. In seiner Ablehnung des nationalen Strebens sehe sich Metternich heute mehr denn je bestätigt. Aber es war gerade das Verbot nationaler Bewegungen, wodurch Konflikte verschärft und Erbfeindschaften gestiftet wurden. Für Herrn und Frau Biedermeier war das noch keine existenzielle Frage. Wir aber wissen, dass die Habsburger Monarchie lange nach Metternich daran zerbrochen ist. Im September 1815 verpflichteten sich die Monarchen des griechisch-orthodoxen Russland, des protestantischen Preußen und des katholischen Österreich zu einer christlich-patriarchalischen Regierung nach innen und zur Solidarität nach außen. Aus ihrer Verantwortung vor Gott leiteten sie ihr Recht zur Intervention gegen alle nationalen und liberalen Bestrebungen ab. Der Gegensatz lautete jetzt nicht mehr Ostmächte und Westmächte, sondern Regierung und Volk. Die Heilige Allianz bekämpfte den Geist der Revolution, der sich durch Napoleon über Europa verbreitet hatte. Einer der Heilsbringer war Franz I. von Österreich, der insgesamt viermal das Sakrament der Ehe empfing und sich stets bemühte, ein guter Hausvater zu sein. Mit seinem Namen verbinden sich die Begriffe Restauration und Legitimität. In der Franzensburg nehmen sie romantische Gestalt an. Seine bayerische Ehefrau, Caroline Auguste, ließ Franz in zeitgenössischem Gewand porträtieren. Doch für die Ahnengalerie der Franzensburg wählte er eine historisierende Verkleidung. So mussten seine Brüder, Erzherzog Karl und Erzherzog Johann, mittelalterliche Rüstungen anlegen. Denn zur Wiederherstellung der alten Ordnung gehörte der Blick zurück in eine heroische Vergangenheit. Aber die große Zeit der Habsburger war bereits zu Ende. Gescheitert das Reformwerk Josefs und Leopolds, gescheitert auch Maria Theresias Bemühen, die Stellung Österreichs gegenüber Preußen und Westeuropa auszubauen. Nach der Auflösung des Heiligen Römischen Reiches wurde die Habsburger Monarchie immer mehr an den Rand Deutschlands gedrängt. Das politische Gleichgewicht aber blieb von einem starken Österreich in Mitteleuropa abhängig. Gott erhalte Franz den Kaiser, unseren guten Kaiser Franz. Lange lebe Franz der Kaiser, in des Glückes hellsten Glanz. So hymnisch wurde dieser Habsburger von seinem Volk besungen. Er war überaus populär, weil er das Zeremoniell verachtete und sich beinahe kleinbürgerlich gab. Als Landesvater hatte er den Bedürfnissen breiter Bevölkerungsschichten entsprochen. Franz I. demonstrierte in unzähligen Audienzen Volksnähe und duldete dennoch keine demokratische Regung. Sein bescheidener Lebensstil
stand im Widerspruch zu seinem streng reaktionären Herrschertum. Die Bürger hatten genug von der großen Politik. Sie zogen sich ins Private zurück. Aus dem Streben nach Häuslichkeit und Harmonie entwickelte sich eine eigene Kultur, das Biedermeier. Vom Biedermeier-Klischee profitierte auch der gute Kaiser Franz. Obwohl er in manchen Fällen mit unangemessener Härte regierte, vermittelte er insgesamt doch den Eindruck einer milden Herrschaft. Mit dem staatlichen Unterdrückungsmechanismus wurde er kaum in Verbindung gebracht. Franz I. hatte jedenfalls das Glück, einen Metternich zu finden, der gerade durch die Unentschlossenheit des Kaisers einen Spielraum für seine lange so erfolgreiche Politik erhielt. Aber hatte nicht der Frieden einen doppelten Boden? Sah nicht die Ruhe der Ermüdung täuschend ähnlich? Metternich blieb wachsam. Indem ich zu allen Zeiten, in allen Lagen, stets ein Mann der Ordnung gewesen bin, war mein Streben der wahren und nicht einer trügerischen Freiheit zugewendet. Tyrannei jeder Art ist in meinen Augen ein Symptom der Schwachheit. Wo sie auftaucht, verurteilt sie sich selbst. Sie ist am unerträglichsten, wo sie hinter der Maske die Sache der Freiheit voranzutreiben auftaucht. Die Ordnung, die Metternich meinte, hat er 1819 in den Karlsbader Beschlüssen festgelegt. Überwachung der Presse und der Universitäten, Verbot der deutschen Burschenschaft, Verfolgung aller Demagogen. Metternich antwortete damit auf die Aktionen deutscher Studenten, die bei ihren patriotischen Festen auf der Wartburg antiliberale Bücher verbrannt hatten, wozu sie aber auch das bürgerliche Gesetzbuch zählten. Einen Höhepunkt dieser Umtriebe bildete die Ermordung des politisch verdächtigen Literaten August Kotzebue durch den Theologiestudenten Karl Ludwig Sand. Auch der Historiendichter des Hauses Habsburg, Franz Grillparzer, spürte die unsichtbaren Ketten klirren an Hand und Fuß. Zur Flucht aber konnte er sich nicht entschließen, weil er der österreichischen Geistesverfassung zutiefst verbunden war. Seine Loyalität galt nicht dem Staat und nicht der Regierung, sondern dem Haus Österreich und dessen lange Geschichte. Also blieb Franz Grillparzer in seinem biedermeierlichen Wien, wo neben ihm ein Beethoven, ein Schubert wirkte. Im historischen Drama entfloh er der eigenen politischen Wirklichkeit. Was er über Gegenwart und Zukunft aussagen wollte, projizierte er in die Vergangenheit. Er beherrschte die Kunst des Schreibens und des Verweigerns. Als er sich beim Rasieren an der Hand verletzte und pausieren musste, jubelte er: Gott sei Lob und Dank. Ein bisschen Theaterblut hat er wohl auch vergossen, der Franz Grillparzer. Ein paar Tropfen von dem ganz besonderen Saft, der angeblich in den Adern aller Wiener floss. Sie waren theaternarrisch. Nicht zuletzt, weil es auf der Bühne freier zuging als im wirklichen Biedermeierleben. Dabei setzte die Zensur gerade den Theaterdichtern heftig zu. Grillparzers König Ottokar wäre ihr beinahe zum Opfer gefallen, obwohl es doch ein patriotisches Lehrstück war. Und der Johann Nestroy hatte für jedes Extempore zu büßen, mit Geld oder gar mit Gefängnisstrafen. Wohlhabende Bürger mussten auch im trauten Heim nicht auf ihr Theater verzichten. Die Bretter, die die Welt bedeuten, bestanden hier allerdings aus Papier. Ja, das Papiertheater hatte einen wahren Boom im Biedermeier. In der guten Stube oder im Kinderzimmer fanden hinreißende Klassikeraufführungen statt, nach zensurierten Vorlagen, aber wer weiß, ob da immer nach Vorschrift gespielt wurde. Hoffentlich blieb den Räubern von Schiller im häuslichen Bereich jenes Los erspart, das sie am Burgtheater ereilt hatte. Dort strich der Zensor einen berühmten Satz wegen Majestätsbeleidigung. Franz heißt die Kanaille. Das war sogar Franz dem Kaiser zu blöd. Aber es gab Menschen, die gar nicht komisch fanden, was in Österreich gespielt wurde. Die hätten am liebsten das ganze Stück ausgewechselt.
Einem Habsburger mit fortschrittlichen Ansichten blieb nur der Rückzug aus der Politik und aufs Land. Erzherzog Johann, ein jüngerer Bruder des Kaisers, fand seine Zuflucht in der Steiermark. Hier wurde er von den Bauern und Bürgern zu einem wahren Volkshelden stilisiert. Wie sein Vater Leopold in der Toskana legte er in der Steiermark landwirtschaftliche Mustergüter an und erfüllte sich selbst den Traum vom einfachen, naturverbundenen Leben. Erzherzog Johann förderte Wissenschaft und Technik, sofern sie dem Land nützlich sein konnten, zum Beispiel die Montanindustrie im Gebiet um den steirischen Erzberg. Als Bergwerksbesitzer erkannte er auch die Schattenseiten der Industrialisierung, Elend und Verschmutzung, und sorgte in vorbildlicher Weise für eine Verbesserung der sozialen Lage. Dieser liberale Habsburger wurde auch außerhalb der Steiermark populär, obwohl seine Haltung widersprüchlich war. Technischer Fortschrittsglaube verband sich mit grüner Skepsis, das Bemühen um die reale Arbeitswelt mit einer Flucht in die ländliche Idylle. Doch er verkörperte jene Zukunftschance, die von seinem regierenden Bruder und dessen Nachfolgern verspielt wurde. Im Juli 1830 brach die Revolution wieder dort aus, wo sie begonnen hatte, in Frankreich. Das Großbürgertum strebte eine volle Beteiligung am Verfassungsleben an und schon drängten auch die Mittel- und Unterschichten nach. Sie sorgten für eine permanente revolutionäre Bewegung und riefen eine gesamteuropäische Kettenreaktion hervor, die sich allerdings erst 1848 auswirken sollte. Mit der Juli-Revolution des Jahres 1830 aber war der mühsam aufgerichtete Damm in Europa gebrochen, wie Metternich feststellte. Denn die anderen Großmächte verzichteten auf eine Intervention und beeilten sich, das neue Regime anzuerkennen. Durch diese Legalisierung sollten die Unruhen auf Frankreich beschränkt bleiben. Der Bourbonenkönig wurde gestürzt. An seine Stelle trat der Herzog von Orléans, Louis-Philippe, den sie Bürgerkönig nannten. Hoffnungen, die sich mit diesem Titel verbanden, wurden jedoch bald enttäuscht. Die Existenz des Bürgerkönigs trieb einen Keil zwischen die liberalen Westmächte und die konterrevolutionären Ostmächte. Dazu zählten neben Russland auch Österreich und Preußen. Berlin, die Hauptstadt Preußens, die geistige Metropole Deutschlands. Keiner der vielen Bundesstaaten konnte das preußische Bildungswesen übertreffen. Und doch machte sich auch hier die Reaktion breit. Sie nahm in König Friedrich Wilhelm III. Eine fast liebenswürdige Gestalt an. Mit der Schaffung des Deutschen Zollvereins wirkte das preußische Beamtentum noch einmal bahnbrechend. 1834 entstand ein geschlossener Wirtschaftsraum mit einheitlichen Zollsätzen, der 24 Millionen Menschen umfasste. Deutschland handelte sich so einen langfristigen Vorsprung vor Österreich ein. Es war paradox, dass Preußen diesen liberalen Wirtschaftsraum stiftete, politisch aber konservativ und im Schlepptau von Metternich blieb. Das Rad der geschichtlichen Entwicklung in Deutschland sollte stillstehen. In Wien schien das Rad der Geschichte erst recht stillzustehen. Aber die staatliche Ordnung drohte jederzeit aus dem Gleichgewicht zu geraten. Mich und den Metternich heut's noch aus, soll Kaiser Franz öfters gesagt haben. Er tat immer, was sein Staatskanzler wollte. Und Metternich handelte ja stets im Sinne des Monarchen. Verrücke nichts in den Grundfesten des Staates. Regiere. Verändere nichts. Mit diesen Worten übergab der gute Kaiser Franz seinem ältesten Sohn die Krone, bevor er im März 1835 starb, nach 43 Regierungsjahren. Die Habsburger hielten eisern an der dynastischen Erbfolge fest. Und so bekam Österreich einen Kaiser Ferdinand, dessen Geistesschwäche vornehm mit Güte umschrieben wurde. Trotz seiner beschränkten Fähigkeiten ist auch Ferdinand populär geworden.
Denn seine Harmlosigkeit sah geradezu menschlich aus im Vergleich zum erstarrten Metternich-System. Metternich, der elastische Erfinder der Konferenzen, hatte sich selbst überlebt und spürte wohl auch, wie ihm die Zeit davonlief. Ich habe ganz Europa im Genick, die Revolution an meinen Fersen. Mein täglicher Kampf geht gegen Ultras jeglicher Art, bis mich endlich der Dolch irgendeines Narren erreicht. Ultras und Narren brachte Metternich hinter Schloss und Riegel. Die Festung am Spielberg bei Brünn war berüchtigt für ihre unterirdischen Kerker, in denen viele Gefangene für immer verschwanden. Nach einem Besuch hatte Joseph II. Erklärt, dass kein Mensch mehr dieses Schicksal erleiden sollte. Unter Franz I. aber wurde die Festung Spielberg in ein Staatsgefängnis umgewandelt. Als Fels der Ordnung hat Metternich sich selbst gesehen. Hier manifestierte sich seine Ordnung in ihrer unmenschlichsten Form. Vormärz. So wird heute der Herbst des Metternich-Regimes genannt. Vormärz, das ist die Zeit vor Ausbruch der Revolution im März 1848. Das Maschinenzeitalter hielt seinen Einzug im Habsburgerreich. Mit allen gesellschaftlichen Problemen. Männer, Frauen und Kinder arbeiteten ohne jeden sozialen Schutz in den Fabriken. Hier wuchs ein gefährliches Unruhepotenzial heran. Rasend rauschen rings die Räder, rollend, grollend, stürmisch sausend. Tief im innersten Geäder kämpft der Zeitgeist, freiheitsbrausend. Durch die Umstellung auf Maschinenbetrieb nahm die Arbeitslosigkeit immer mehr zu. Und damit schritt auch die Verarmung breiter Bevölkerungsschichten voran. Es war nur noch eine Frage der Zeit, bis die Arbeitslosen zum Sturm auf die Maschinen ansetzen würden. Österreich im Vormärz. Aus der Sicht der Zeitgenossen eine absolute Monarchie ohne Monarchen. Ab und zu hatte Kaiser Ferdinand die Güte zu fragen: Bin ich Kaiser oder nicht? Wenn wieder einmal über seinen Kopf hinweg regiert wurde. Aber er schaute ohnehin lieber in seinen Guckkasten, der ihm das Habsburgerreich in den schönsten Farben vorspiegelte. Bedeutende Maler, etwa Jakob und Rudolf Alt, lieferten Serien für den kaiserlichen Guckkasten. Fernsehen im Biedermeier am Vorabend der Revolution. Name: Eberhard Ultra. Geburtsort: Deutscher Bund. Alt: 4,5 Monate. Was? Keine Stunde älter, so alt ist die Freiheit. Und das Frühere rechne ich für nichts. Augen: dunkel, aber hellsehend. Nase: freiheitsschnuppernd. Mund: wie ein Schwert. Statur: mittlere Barrikadenhöhe. Besondere Kennzeichen: unruhiger Kopf. Charakter? Polizeiwidrig. Mitten im Revolutionswirbel machte sich Nestroy über die Revolution lustig. Er, der als Stückeschreiber und Komödiant so sehr unter der Zensur gelitten hatte, parodierte nun mit seiner Freiheit in Krewinkel die ersehnte Meinungsfreiheit. Ein bisserl gescheiter war er halt als viele seiner Zeitgenossen. Während andere nur das verzopfte System aufs Korn nahmen, kritisierte er auch die Torheit der politischen Anfänger, die jetzt die Anarcho-Szene beherrschten. Wir können heute ungeniert das Ereignis im Zerspiegel einer Posse betrachten, weil wir ja wissen, wie die Geschichte abgelaufen ist. Für Nestroy aber war die Geschichte offen und ihr Ausgang mehr als ungewiss. Das Stück wurde noch im Sommer 1848 aufgeführt. Übrigens, zu dieser Zeit war auch ein Redakteur der Neuen Rheinischen Zeitung als Beobachter der Revolution in Wien ein gewisser Karl Marx. Wir wissen nicht, ob er dieses aufmüpfige Stück gesehen hat, aber die Vorstellung, dass Nestroy vielleicht einen kleinen Einfluss auf die große Weltrevolution gehabt hat, ist doch recht reizvoll, oder?
Es wird geschehen. Es wird geschehen. Die Zeit ist nicht mehr ferne. Da werdet ihr gehangen sehen, den Adel an die Laterne. Es wird geschehen. Es wird geschehen. Die Zeit ist nicht mehr ferne. Lange Zeit war der Druck von oben stärker gewesen. Hatte Österreich den technischen Fortschritt verschlafen, soziale Forderungen abgewürgt. 1848 aber öffneten sich die Ventile. Die Bürger wollten der Tyrannei der Obrigkeit entkommen, die Arbeiter dem materiellen Elend. Und während Grillparzer vor der Barbarei des Kommunismus warnte, hoffte Friedrich Engels, dass der Dampf die österreichische Barbarei zu Fetzen reißen würde. Wie ein Frühlingssturm fegte die Revolution am 13. März 1848 über Wien hinweg. Während an der Peripherie die Arbeiter demonstrierten, schlossen sich in der Stadt Bürger und Studenten zusammen. Sie forderten eine Verfassung, die Aufhebung der Zensur, Pressefreiheit und den Sturz Metternichs. Noch glaubte dieser an einen gewöhnlichen Straßenkrawall, den es niederzuschlagen galt. Doch am Abend des 13. März ging seine 40-jährige Herrschaft zu Ende. Ich trete vor einer höheren Gewalt zurück, als die des Regenten selbst ist, sagt er zu den Mitgliedern des Kaiserhauses, die seinen Entschluss erleichtert aufnehmen. Vielleicht kann so das Volk beruhigt werden. Doch in der Nacht stürmen die Demonstranten das bürgerliche Zeughaus am Hof, um sich zu bewaffnen. Sie ziehen über jenen Platz, wo einst das österreichische Kaisertum ausgerufen und die Auflösung des Heiligen Römischen Reiches verkündet wurde.